Hallo und herzlich willkommen bei einem brandneuen Let's Play. Ja, wer meine Videos zu Farm Together schon gesehen hat, der weiß, dass ich schon so ein bisschen angefangen habe mit dem Spiel und das alles so ein bisschen kreuz und quer gelaufen ist. Es ist zwar gut angelaufen, also ich habe auch gut verdient, aber es ist natürlich jetzt nicht so strukturiert geworden gewesen und das möchte ich jetzt ändern. Und zwar habe ich ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich mir eine zweite Farm erstellt habe. Die Gameplayerens Farm ist eigentlich meine normale Farm. Die Farm ist auch jetzt aktuell auf Level 15. Ich habe schon sehr, sehr viel dort gelernt und das Ganze möchte ich jetzt auf einer neuen, und zwar einer Hardcore-Farm anwenden. Und zwar ist das meine Schmetterlingsfarm. Da werde ich jetzt mit euch reingehen. Und damit herzlich willkommen bei meiner kleinen Schmetterlingsfarm. Also im Moment ist sie zumindest noch sehr klein. Wir haben sogar schon Fische hier, sehe ich gerade. Oh, das ist ja toll. Das ist ja... Also da habe ich mal eine richtig... Oh, und sogar Blumen. Da habe ich mal eine richtig tolle Farm erwischt, wo ich direkt schon... Und Hühner auch. Oha. Okay. Ich bin einigermaßen verwirrt. Aber okay. Wie gesagt, ich bin noch nicht hier drin gewesen. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich überhaupt hier auf dieser Farm war, beziehungsweise bin. Ich schau mal kurz nach, wie ich da hinten ist auch noch ein Feld, wie ich die Sachen so ein bisschen umstrukturieren kann und ein bisschen anders aufstellen kann und bin dann sofort wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich jetzt herausgefunden, dass man mit Z Dinge bewegen können soll. Ah, wunderbar. Okay, das wusste ich nämlich vorher auch noch nicht. Dann würde ich sagen, dass ich die mal so ein bisschen weiter vom Eingang entfernt stelle, die Bäumchen. Weil hier drumherum soll noch ein bisschen was kommen. Vor allen Dingen soll hier erstmal direkt daneben ein Gästebuch kommen. Und was seid ihr denn? Ihr seid... Doch, ihr seid auch Apfelbäume, oder? Ne, das sind Zitronenbäume. Oh, okay. Das sind Zitronenbäume. Die werde ich dann definitiv auch erstmal alle zusammenlassen. Ich muss mal schauen, was jetzt genau was ist. Das ist auch nochmal ein Zitronenbaum. Also es wird auf jeden Fall jetzt erstmal das sein, was ich zu Beginn machen werde, nämlich die Sachen umstellen. Das würde ich, wenn ihr im Hardcore-Modus spielt oder auch wenn ihr nicht im Hardcore-Modus spielen solltet, würde ich euch das auch definitiv empfehlen, erstmal die Sachen so hinzustellen, wie ihr sie haben wollt. Weil hier ist natürlich alles so kreuz und quer. Es sieht zwar sehr, sehr schön aus, weil dadurch die Farben natürlich ein bisschen voller wirkt, aber es ist halt nicht so, den können wir hier hinstellen. Es ist halt... ja, nicht so übersichtlich und man kann halt auch nicht so schnell ernten. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ich bin mal gespannt. Oh, ich will R drücken. Das ist natürlich falsch. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen werden, dass wir hier 3x3 hinbekommen. Ich weiß gar nicht. Die Straße müsste man ja theoretisch dann auch verlegen können. Oh ja, die kann man auch verlegen. Sehr schön. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel jetzt noch nicht wusste. Weil, also einfach nur aus dem einfachen Grund, weil ich noch gar nicht wusste, dass man die Sachen bewegen kann. Ich habe die nämlich immer auf der anderen Farm kaputt gemacht und habe sie nicht bewegt. Und das ist natürlich Blödsinn, weil wenn ihr wisst, wie teuer solche Bäume sind und jetzt gerade am Anfang, wenn ihr jetzt hier eure erste Farm habt, dann möchtet ihr natürlich nicht, dann möchtet ihr natürlich nicht die Bäume einfach abreißen. Sondern ihr möchtet die wirklich einfach nur strukturiert an einer Stelle haben. Also die Hühner, die können wir jetzt erstmal da lassen, würde ich normalerweise sagen. Ich bin sowieso total geflasht, gerade dass da Hühner bei sind. Also ich kenne das gar nicht. Ich meine nämlich, bei der anderen Farm habe ich kein einziges Tier drin gehabt. Es kann natürlich eventuell sein, also hier so ein Teich hatte ich definitiv nicht. Den habe ich mir, glaube ich, mit einer Erweiterung zufällig geholt, dass da so ein kleiner Teich bei war. Aber den habe ich jetzt nicht irgendwie bewusst drin gehabt und schon gar nicht von Anfang an. Also die Apfelbäumchen könnten eventuell so ein 3x3-Feld ergeben. Das wäre natürlich perfekt, weil wir nämlich später, das haben wir jetzt leider noch nicht,
Ist drei, ja. Das haben wir jetzt leider noch nicht. Später müssen wir dann, was heißt müssen? Wir können, aber es verbessert auf jeden Fall die Arbeit und man ist sehr, sehr viel schneller wieder fertig, wenn wir mit dem Traktor arbeiten. Und der hat halt so ein Feld von 3x3, also sprich 9 Felder. Da hinten ist noch eins. Aber die Zitronenbäume, die haben wir definitiv nicht so viel. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, von denen kriegen wir gut Geld. Nein? Komm. Die sind... Ja gut, hier bekommt man natürlich jetzt nicht so viel Geld wie auf dem Normal. Übrigens, wenn ihr über die Straßen hier läuft, ich weiß nicht, wer meine Videos davor gesehen hat, wenn ihr hier so was Gras läuft, seid ihr ja relativ langsam. Und wenn ich jetzt ohne zu sprinten darauf laufe, seht ihr, bin ich ungefähr doppelt so schnell. Wenn ich jetzt hier sprinte, bin ich richtig schnell. Also das ist auch so eine Sache, die man sich vielleicht merken sollte. Die Blümchen, bin ich am Überlegen, ob ich die eventuell in den Eingangsbereich machen sollte. Ich möchte hier aber gerne sowas drumherum machen. So bis hier. Das heißt, wir hätten nur da hinten das für die Blümchen. Und hier können wir noch nichts machen. Oh, das ist ab Level 3 sogar schon, dass ich das erweitern kann. Das ist cool. So, da wir jetzt schnell ernten wollen, müssen wir natürlich jetzt auch überall erstmal gießen. Dann wollen wir natürlich auch Geld haben. Das heißt, wir holen uns immer wieder das Geld aus dem Brunnen. Ah ja, das ist ein bisschen weniger. Ich glaube, die normalen Brunnen sind eigentlich immer 25. Also da merkt man schon, dass ich jetzt hier auf der Hardcore-Farm spiele. Wenn ihr ein gewisses Spielerlevel erreicht habt, verzeiht bitte, ich habe hier irgendwie voll einen Frosch im Hals gerade. Wenn ihr ein gewisses Spielerlevel erreicht habt, dann könnt ihr euch, wie bei mir zum Beispiel, verschiedene Schminke holen, ihr könnt euch Ohrringe holen. Ich habe mir jetzt einen Nasenring geholt, weil der irgendwie ganz cool aussah. Ihr könnt die Haare färben. Viel Frisuren gibt es leider nicht. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Also die, die ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht so schön. Klamotten könnt ihr euch andere holen, wobei ich die jetzt eigentlich ganz cool fand hier. Und ihr könnt euch Begleiter holen. Da hinten ist Kitty, die so ein bisschen jetzt auf uns zukommt, die die ganze Zeit so am Grinsen ist, habe ich so das Gefühl. Das ist meine Katze, mein kleiner Begleiter. Und die ist überall dabei, egal was ich mache. Und das ist schon irgendwie schön. Also ich hätte gerne einen Hund dabei gehabt, aber ich habe bisher noch keinen so schönen Hund freigeschaltet. Ich mag ja so bestimmte Hunderassen, mag ich ja am liebsten. Und ich weiß nicht, ob sie die haben, weil die sind ja alle so mit Schwarz-Weiß noch angezeigt, die noch freigeschaltet werden können. Deswegen mal abwarten. Also bis dahin muss ich sagen, finde ich Kitty immer noch am schönsten. Auch von den Katzen. Ich habe 2 oder 3 Katzen, glaube ich, frei. Und diese Getigerte finde ich einfach am schönsten. So, was wir natürlich machen müssen. Ich achte mal eben ein bisschen drauf. Jetzt habe ich, ich glaube, 29. Ich habe 3 bekommen, kann das, also 30. Ja doch, nee, 29 stand gerade oben. Okay, also viel bringen jetzt die Salate natürlich nicht, aber sie sind halt eben sehr kostengünstig. Und gerade am Anfang, wo man noch nicht so viel machen kann, ist es natürlich gut, erstmal mit Salat unter anderem zu arbeiten. Natürlich nicht nur mit Salat, aber es ist eben schon ganz gut, wenn man den auch immer mal wieder drauf macht. So, mit Q könnt ihr dann dieses Menü hier öffnen. Und da seht ihr dann, was ihr machen könnt. Also hier sollte eigentlich standardmäßig Obst und Gemüse eingestellt sein. Die Erdnüsse können wir zurzeit machen, weil wir haben nämlich, gerade Sommer. Und hier unten rechts neben Anbau im, seht ihr im Sommer und im Winter können wir Erdnüsse machen. Das heißt für mich, dass ich die schon gerne machen würde. Die kosten allerdings 40, die sind doch einiges teurer. Aber ich mache die mal. Oh, da ist gerade ein Besucher angekommen. Dich wollte ich gar nicht da haben. Ich wollte eigentlich nur mein Let's Play gerade machen. Das ist noch eine ganz kleine neue Farm. Du kannst hier noch nicht viel machen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber ich habe gerade erst das Let's Play angefangen. Deswegen sieht man hier noch nicht allzu viel. Ich winke ihm mal eben zu. Hi. So, ich arbeite jetzt. Tut mir leid, dass ich dich gerade so ein bisschen ignoriere.
Du darfst mir gerne helfen, indem du hier was machst. Ich meine, das Spielprinzip, denke ich mal, wird ja klar sein. Er erntet jetzt neben mir ein bisschen ab. Das ist im Prinzip genau das, was ich jetzt hier auch tue. Er soll nur dafür sorgen, dass ich jetzt nicht komplett pleite bin gleich. Ich hätte vielleicht das Ganze erstmal privat stellen sollen. Das wäre eventuell besser gewesen. So, die Blümchen hier, die ernten wir auch immer wieder zwischendurch ab. Und müssen, also wir müssen nicht, die werden nicht schlechter oder ihr bekommt nicht weniger Ertrag dadurch, wenn ihr kein Wasser drauf macht. Aber es geht halt schneller. Wenn ihr unten guckt, das sind jetzt 28 Minuten. Ihr macht Wasser drauf, es sind 25 Minuten. Also es verkürzt die Zeit halt ein wenig, bis man das Ganze abernten kann. Ja, ist irgendwie nett jetzt, so direkt jemanden zu haben, der einem hilft. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich das jetzt im Let's Play nicht gedacht hätte. Ach so, für die Wissenschaft. Ihr seht da oben, ich muss Karotten ernten und Erdnüsse. Die Karotten erntet er gerade. Die Erdnüsse war jetzt gut, dass ich das gemacht habe. Ach, die Karotten kann ich jetzt gar nicht machen. Gut, dann, ich habe ja noch was Geld. Dann mache ich hier nochmal Erdnüsse. Weil wir brauchen jetzt 20 Erdnüsse, die wir ernten können. Doch, das Geld reicht auf jeden Fall noch. Ja, ist jetzt schade, dass ich jetzt die Karotten noch nicht machen kann. Er darf jetzt hier gerne ein bisschen mitbewässern, während ich das hier alles anpflanze. So, dann werde ich hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Salat pflanzen. Meine Quest ist gerade weggegangen. Wieso ist meine Quest weggegangen? Oder weil ich jetzt gerade am Anpflanzen bin. Aber ich meine, da war meine Quest eben auch drin. Ich gucke gleich nochmal, dass ich die reinmache. Das ist aber eigentlich ganz praktisch, weil dann kann ich euch zeigen, wo ihr die Quests aussuchen könnt. Und ja. Übrigens, Prism Games, falls du jemals dieses Video sehen solltest, schöne Grüße, vielen Dank, dass du mir schon in der Anfangsphase am Helfen bist. Das finde ich ganz toll. Es war überraschend, weil ich vergessen habe, freizuschalten, aber ich finde es ganz toll. Ich muss mal eben... was wollte ich denn jetzt gucken? Achso, genau. Wenn ihr Escape drückt, dann habt ihr hier euer Inventar, wie viel ihr im Lager lagern könnt. Da fällt mir übrigens auf, ich habe zu viel Gemüse im Lager. Und hier habt ihr die Quests. Dann könnt ihr hier... Aktuell gibt es das Sommerfest. Das mache ich auf dem auf der anderen Farm gerade durch. Und es gibt, obwohl ich glaube, das gilt für alle Farmen, weil das hier nämlich mit 120 schon gezählt wird. Und es gibt hier die Quest, die könnt ihr dann anpinnen. Und wenn ihr dann rausgeht, ist die wieder rechts oben drin. So, jetzt weiß ich nicht, hat er eben schon geangelt? Ne, er hat nicht geangelt. Dann zeige ich euch das mal eben, weil ihr könnt euch reinstellen, links klicken und zack, habt ihr einen Level aufgestiegen. Also nicht habt ihr ein Level aufgestiegen, sondern zack, habt ihr einen Fisch gefangen, wollte ich eigentlich gerade sagen. So, was jetzt noch wichtig wäre für den Anfang. Unter Haus habt ihr einen Obststand. Der kostet zwar 10 von diesen, ja, mache ich den am besten an den Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwo hier hin. Aber bitte in meine Richtung. Nein. Nein? Ich hasse das. So. So, das ist erstmal, klingt erstmal teuer, aber ihr könnt dann da draufklicken. Immer wenn ihr 10 Äpfel gepflückt habt, dann könnt ihr da einmal draufklicken. Und dann bekommt ihr, ich glaube, 5 von den Edelsteinen war es bei denen. Ich habe leider noch kein Gästebuch. Es tut mir leid. Ich merke mir deinen Namen, falls ich dich nochmal wiedersehe. Ich habe ihn ja jetzt auch... in YouTube drin. Hat der mir jetzt geschrieben? Oh. Okay, ich habe es zu spät gelesen. Aber ich weiß ja zum Glück jetzt mittlerweile, wie der Chat aufgeht. Das ist ja schon mal etwas. Steht jetzt da gerade so ein bisschen AFK rum. Ich
schreib mal, und willkommen in meinem Let's Play. Der wird wahrscheinlich nie wiederkommen, weil er nicht mehr im Let's Play drin sein möchte oder so. Aber es ist ein Deutscher, das ist schon mal gut zu wissen. Aber im Moment ist er, glaube ich, jetzt wirklich AFK, weil er steht jetzt da rum und normalerweise ist es ja so, man bekämpft sich sozusagen mit den anderen Spielern. Also gut, man kann nicht schlagen oder so natürlich, weil alle nämlich natürlich irgendwo helfen wollen. Weil wenn man hilft, das seht ihr hier jetzt bei mir natürlich nicht, weil es meine Farm ist, aber unter, ich glaube unter meinem Icon war es, glaube ich. Oh ja, ich wollte dir das nicht wegnehmen. Du kannst gerne den Rest machen. Unter meinem Icon kommt dann so ein Blitzsymbol. Und das lädt sich dann immer weiter auf. Und das gibt euch sozusagen einen Bonus. Das heißt, eigentlich wäre es das Beste, bevor ihr auf eure Farm geht, dass ihr auf andere Farmen geht und da dann... kann ich die Erdnüsse jetzt noch pflanzen? Doch, ist noch Saison, okay. Und da dann immer wieder bei euch was... nee, jetzt habe ich gerade völlig den Faden verloren und tut mir leid. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich das mal umsetze hier. Das ist, weil das stört mich hier, weil ich will ja nach hinten eigentlich das Feld machen. Also ihr geht auf andere Farmen am besten. Ich setze es mal einfach hier hin. Ihr geht am besten auf andere Farmen und guckt, dass ihr, wenn möglich, oben das Blitzsymbol aufladet. Und je mehr ihr aufgeladen habt, umso größer ist dann der Ertrag, den ihr danach dann auf eurer Farm bekommt. Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs verständlich ausgedrückt. Das heißt, wenn ihr normal auf eure Farm geht, ich sag jetzt mal, ihr bekommt eine Karotte raus. Ist jetzt das einfachste Beispiel. Und wenn ihr vorher aber auf einer anderen Farm wart und das gleiche Feld im Endeffekt erntet, dann würdet ihr zum Beispiel zwei Karotten rauskriegen von dem gleichen Feld. Also lohnt es sich immer, erstmal bei den anderen zu gucken und dann auf die eigene Farm zu gehen. Ich muss mal gucken, ich werde... weil ich das ja alles strukturierter machen möchte. Was haben wir denn jetzt? 4, 6, 7. Ja, ich weiß, ich kann nicht gleichzeitig reden und was erzählen. 8, 9. Wieso ist das 9? Ich will aber ein 10er Feld haben. Dann machen wir das mal ein bisschen größer hier. Ich möchte nämlich gerne Felder haben, die vielleicht 5 mal 10 groß sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das würde reichen, weil viel mehr kann ich jetzt hier erstmal noch nicht machen. Weil immer wieder irgendwelche Quests da sind, wo man was anbauen muss. Und dann wäre es eigentlich ganz schön, wenn man zum Beispiel jetzt das, was man für Quests anbauen muss, direkt in der Nähe hat vom Eingangsbereich. Und die anderen Felder, die kann man dann halt mit dem machen, was man gerade saisonmäßig hat oder was man vielleicht in fast jeder Saison hat. Oder was am meisten Geld bringt zum Beispiel, dass man die dann dahin baut. Wie gesagt, ich möchte das jetzt hier auf der zweiten Farm endlich mal richtig strukturiert haben. Und da ich diesen Trick jetzt festgestellt habe, dass man, wenn man Straßen baut oder Wege baut, also ich möchte schon gern richtige Straßen bauen, weil nach 2 Tagen auf der anderen Farm habe ich so viele Edelsteine verdient, dass ich sagen muss, achso, ich dachte, er ist schon weg, dass ich sagen muss, dass es wirklich gut ausreicht. Also ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit wieder 500 Edelsteine gehabt, habe die dann leider auch in kürzester Zeit wieder für Deko verballert. Aber gut, muss sein. Also ein bisschen was muss schon sein. Wird auch hier kommen an Deko, aber es wird halt später kommen. Oh, nein, ich will nichts bauen. Ich wollte ein Feld machen. Wie gesagt, es wird hier halt erst später kommen, weil ich habe jetzt hier natürlich noch nicht so das Geld. Ich bin jetzt hier gerade erstmal so ein bisschen die Optik am machen. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst kann ich die Kartoffeln nicht mehr machen. Wobei die Kartoffeln natürlich sehr teuer sind, aber sie bringen auch, wie ihr seht, fast den doppelten Ertrag ein. Deswegen pflanze ich die eigentlich unheimlich gerne an. Da aber der Sommer bald vorbei ist und ich jetzt gerade nicht drauf geachtet habe, ob
die jetzt im Herbst auch noch drin sind, wobei normalerweise, ich glaube, die sind über die ganze Jahreszeit aktuell. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist immer so ein bisschen, manchmal, dann braucht man gerade was für eine Quest und man ist genau in der Jahreszeit, nach der Jahreszeit, wo man eigentlich dann die Sachen für die Quest hätte. Es ist immer schon so ein bisschen zum Mäusemelken manchmal. Aber ich sag mal, in der Regel, man muss ja nicht unbedingt die Quest von jetzt auf gleich erledigt haben. Deswegen ist das schon alles soweit okay. Ich mache jetzt hier nochmal schnell überall den Salat hin. Hat er mir nochmal was geschrieben? Nee. Ich dachte jetzt, weil er steht jetzt gerade so... er steht so AFK da rum, aber ist so viel zu tun. Hat mich jetzt gerade verwirrt. Aber ich meine, gut, vielleicht hat er auch gerade irgendwas zu tun oder so. Man weiß es ja nicht. Ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ich denke mir dann nur immer, vielleicht hat er ja doch was geschrieben. Guckst du mal eben schnell nach. So, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal eben die Kartoffeln gießen, weil die brauchen lange. 2 Stunden... 8:50 Uhr, das heißt ja 3 Stunden, glaube ich, wenn ich anfange. Und wenn ich gieße, ja, sind nochmal knapp 20 oder genau 20 Minuten weniger. Das heißt, dass ich auf jeden Fall natürlich erstmal gieße. Was übrigens gut ist bei der Quest, das kann ich euch nochmal kurz zeigen, aber nicht hier. Ich drücke mal das Falsche, ich weiß nicht warum. Ihr seht hier unten, die Belohnung ist ein Medaillon und 10 XP. Und schon wieder bin ich ein Level aufgestiegen im Salat. Das ist schön. Er ist gerade wieder aktiv. Ich sehe es. Beziehungsweise ich höre es auch. Wenn ihr mehrere Quests habt, ich würde immer gucken... Oh, das Lager ist voll. Ich sollte... Ich kann aber, glaube ich, kann ich schon ein Lager machen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann auch kein Lager machen. Ich habe sowieso nicht genug dafür. Das ist natürlich blöd. Dann lasse ich die Kartoffeln erstmal drin. Aber ich mache einen Gemüsestand. Der ist auch noch sehr wichtig. Den hätte ich fast vergessen. Den setze ich mal auch hiermit an den Anfang. So. Zack. So, der gibt uns nämlich auch direkt... nee, Moment, voll. Ich glaube, er hat vorne irgendwie Kartoffeln oder irgendwas geerntet, was jetzt bei mir voll ist. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Auberginen, genau. Auberginen habe ich noch nicht, beziehungsweise nicht mehr. Ich glaube, vorne, genau, vorne habe ich ein paar gehabt, die schon hier drin waren. Die Erdnüsse sind halt wichtig für meine Quests und die Karotten sind wichtig für meine Quests. Aber Karotten kann ich, glaube ich, im Moment nicht machen. Bei den Erdnüssen bin ich mir nicht sicher. Doch, die kann ich noch machen im Moment. Okay, dann werde ich die hier vorne noch pflanzen. Im Moment habe ich ja noch so ein bisschen Geld. Also ich möchte schon gucken, dass ich nicht zu wenig Geld habe. Und eigentlich würde ich... Oh, wir haben Herbst. Falsche Jahreszeit. Okay, ja, und da habt ihr gerade gesehen, da kommen nämlich dann die anderen Sachen raus. Aber die Karotten kann ich jetzt pflanzen. Das ist gut. Die mache ich dann direkt hier oben rein. So, weil... Ach! Ja, und ich habe auch gerade was ganz anderes verstanden. Oh, Mist. Viel Spaß mir noch. Er ist raus. Oh, habe ich leider zu spät gelesen. Okay. Dir auch viel Spaß, solltest du mein Let's Play jemals sehen. ihr seht ja hier rechts oben für die Wissenschaft, da steht Karotten mal 8. Wenn ich jetzt eine pflanze, steht mal 9 drin. Das heißt... dass er mir immer anzeigt, wie viele ich gepflanzt habe. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Und wie viele ich noch ernten kann. Also, ja, was quasi das Gleiche ist. Die ich gepflanzt habe und die ich ernten kann, ist natürlich das Gleiche. Aber wir sind jetzt hier mit dem Feld fertig. Das heißt, wir haben jetzt 20 Karotten angepflanzt. Wir müssen aber eigentlich nur noch 18 ernten, damit wir die Quest erfüllt haben. Das ist eine schöne Übersicht, die ich gerade selber erst festgestellt habe. Weil ich da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet habe. Erdnüsse habe ich 24, das heißt, da habe ich definitiv auch genug, wenn ich die ernte, um die Quest zu vollenden. Ja, das ist doch super. Wir sind jetzt mitten im Herbst, was man übrigens daran sieht, dass hier auch überall diese herbstlichen Blätter rumfliegen.
Warum machst du eigentlich nichts, Katze? Du sitzt nur da und bist immer nur im Zuschauen. Du machst aber nichts. Übrigens, dieses Symbol neben meinem Gameplayerin-Symbol, also unter meinem Spielerlevel, unter der 12, das ist das Tanksymbol. Das hat euch jetzt in der Anfangsphase eigentlich noch nicht zu interessieren, aber wenn wir, ich glaube, Level 2 sind, wir sind Level 2 mit der Farm. Moment, da gucke ich mal eben schnell nach. Ja, es ist auch schon freigeschaltet, sehr schön. Ab Level 2 kann man nämlich diese Zapfsäule hier bauen und da könnt ihr dann nämlich Treibstoff, also Benzin, ich nehme an, es ist Benzin, holen für euren Traktor. Ich kann euch den Traktor leider noch nicht zeigen, weil den kann man erst zeigen, obwohl, nee, ich glaube erst, wenn die Zapfsäule da ist. Ja, nee, ich muss vorher noch aufgetankt haben. Ich drücke immer die falschen Tasten, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Wenn die Zapfsäule hier bei euch steht, dafür brauchen wir aber zwei von diesen Medaillen, von diesen rosa Medaillen. Deswegen bin ich so scharf drauf, diese... Nee, jetzt habe ich ausnahmsweise die richtige eben im Kopf gehabt. Diese Medaille hier zu kriegen, weil das dann wieder eine neue Quest freischaltet, wo wir hoffentlich wieder eine Medaille kriegen. Dann bekommen wir nämlich unsere Tankstelle und das ist mega, mega wichtig. Ja, wichtig, es beschleunigt die Arbeit immens. Also bei dieser Farm geht es noch, aber ihr seht ja jetzt schon, ich muss alles mit der Hand machen. Man muss jedes Feld anlaufen, man muss überall anklicken. Das ist mit dem Traktor ja nicht. Wie gesagt, der hat ein Feld von 3x3, also 9 Felder. Und das wäre dann, wenn man hier in der Mitte steht, würde das links und rechts von mir jeweils ein Feld, plus das Feld, wo ich draufstehe, und halt vor und hinter mir das Feld wird es abdecken. Und damit kann man wesentlich schneller gießen, wesentlich schneller ernten, Felder bestellen und neue Felder anlegen. Und zum Beispiel die Apfelbäumchen da hinten, die habe ich ja extra so gruppiert, dass sie in einem Neunerfeld sind. Jetzt müssen wir ja alles mühsam noch mit der Hand machen. Da fährt man einmal so in die Mitte rein, hier hin, und dann macht man es bumm. Dann hüpft der Traktor so ein bisschen und dann ist alles mit einem Schlag abgeerntet. Und das ist einfach mega, mega praktisch. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen, sobald ich dann soweit bin. Ihr seht auch, wenn man hier erntet, bekommt man dann immer wieder so Level-Ups. Und immer wieder zwischendurch natürlich auch den Brunnen nicht vergessen. Den habe ich hier eigentlich ein bisschen ungünstig platziert. Ich würde sagen, was heißt platziert? Also eigentlich war er ja schon da. Ich habe ihn ja nicht platziert. Ich würde aber trotzdem sagen, ich stelle mal hier hinten hin. Weil wenn man nämlich am Brunnen war, kann man direkt die anderen Sachen auch mal eben machen. Und ihr habt gesehen, ich habe wieder 5 Diamanten dazu bekommen. Und die Diamanten werden, je höher man kommt, umso wichtiger. Also man gibt jedes Mal, ich glaube, 20 Diamanten pro Lagerhaus aus. Und ein Lagerhaus erhöht den Bestand in Anführungszeichen nur um 10. Das heißt, wenn ihr dann hier auf der Liste guckt, ich habe Lagerbestände ab 180 bis irgendwas unter 300 in meinem anderen Spiel. Und ihr seht, es ist noch sehr, sehr, sehr gering. Gut, Goldnuggets habe ich durch Zufall irgendwo mal welche bekommen im anderen Spiel. Weiß ich noch nicht so genau, wo sie jetzt eigentlich abgefallen sind. Honig dauert sehr, sehr lange. Ich glaube 24 Stunden, bis überhaupt ein Honig produziert ist. Also pro Stelle, die man halt macht. Marmelade, meine ich, braucht auch sehr, sehr lange. Deswegen sind die Bestände auch etwas kleiner. Aber ihr seht zum Beispiel jetzt das Obst, wenn ich das dann geerntet habe, das geht nachher so schnell, dass das dann auf 40 hoch ist, beziehungsweise das Gemüse. Und da ist ein Lagerhaus, ach, das habe ich gar nicht gemacht, da ist ein Lagerhaus wirklich immens wichtig. Und ja, man kann, fällt mir auch gerade ein, wenn man Quests macht, also so wie jetzt hier oben für die Wissenschaft, kann man das auch so handhaben, dass man zum Beispiel ganz viele Sachen anbaut, die aber, wenn man das Geld jetzt nicht braucht, nicht unbedingt abbaut, sondern nur zum Beispiel die abbaut, dessen Saison gerade ist, sodass man die dann auch wieder reinbauen kann, beziehungsweise draufbauen kann. Und dann guckt man sich immer vorher am besten in den Quests mal an, okay, was brauche ich jetzt genau, was sollte ich jetzt abbauen, was kann ich noch abbauen. Achso, er hat meinen ganzen Salat hier schon mal rausgepflückt, das ist okay. Weil Salate sollte man eigentlich immer so ein bisschen haben.
Das erhöht ein bisschen das Geld, ist aber eher weniger in den Quests, glaube ich, drin. Ich hatte mal eine Quest, da musste ich, glaube ich, 100 Salate anpflanzen. Aber das war jetzt auch das Einzige, woran ich mich jetzt erinnern kann mit Salaten, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jetzt sollte ich noch ein paar Erdnüsse machen. Aber ja gut, für die Quest reicht es ja eigentlich. Ich habe mir jetzt nur gedacht, die Erdnüsse, die können wir jetzt nur in dieser Jahreszeit machen. Deswegen wäre es ganz gut. Oh, die Bäumchen da hinten sind fertig. Das ist sehr, sehr gut. Da müsst ihr wohl auch immer ein bisschen drauf achten, weil die Bäume können, glaube ich, wirklich immer nur dann geerntet werden, wenn auch der Monat ist. Das heißt, wenn der Monat vorbei ist und ihr die nicht abgeerntet habt, ist, meine ich, die Ernte weg. Ich habe es jetzt so direkt noch nie verfolgt, weil ich einfach immer alles geerntet habe, was mir so vor die Nase gekommen ist, was halt erntereif war. Aber so wie ich es verstanden habe, müsste die dann eigentlich weg sein. Aber ich werde es jetzt nicht... Hallo, gehst du mal weiter hier? Ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich möchte natürlich die Ernte drin haben. Je mehr Ernte wir nämlich haben, beziehungsweise je mehr wir geerntet haben, umso mehr... Ja, natürlich gibt es die Level-Ups natürlich auch für die Bäume und so, aber umso mehr können wir dann auch hier wieder draufklicken. Und das gibt dann wieder 5 Edelsteine. Zack. Wobei ich gerade 15 Edelsteine bekommen habe. Warum? Das ging jetzt gerade so schnell. Ich habe jetzt 15 bekommen. Hä? Moment, jetzt muss ich aber mal eben nachschauen. Der Obststand. Oh, das ist sehr schön. Der Obststand gibt mir aber nur 5. Jetzt bin ich wirklich etwas verwirrt. Was jetzt wohl neu dazugekommen ist, ist der Fischstand. Den werde ich mir auch bauen. Den braucht ihr nicht unbedingt. Also wenn ihr jetzt keinen Fisch hinten habt, den ihr... lasse ich das jetzt hier im Bereich? Ich denke mal schon. Ich denke mal, dass ich das dann nach hinten hin abbauen werde. Genau. Ausbauen werde. Ach, hier kann ich nicht hinbauen. Ne? Ja. Eigentlich möchte ich die andersrum drehen, aber dann lassen wir das so. Das ist jetzt optisch nicht ganz so schön, aber ich habe jetzt natürlich hier das... Obwohl, ich kann mir das Land kaufen. Für 25 nach hinten die Felder, da habe ich ja noch ein bisschen Platz. Dann könnte ich nämlich die Bäume noch ein bisschen weiter ausbauen zur Seite. Achso, ich habe das jetzt hinter den Bäumen hingestellt. Das war jetzt auch sehr doof. Ja, dann würde ich sagen, kaufe ich das. Einfach einen Linksklick, kostet 25. Ja, habe ich ja. Ist zwar jetzt sehr schnell, sehr früh ausgegeben, aber das macht mir persönlich jetzt eigentlich nichts. Ich stelle dann den Fischmarkt mal hier hinter, weil ich da nämlich so eine Baumreihe eigentlich machen möchte. Ich werde das dann auch später alles geordneter machen. Also ich werde dann mehrere Fischmärkte hintereinander stehen haben und mehrere von diesen Obstständen hintereinander stehen haben, Gemüsestände hintereinander stehen haben. Aber so für den Anfang reicht es eigentlich, wenn ihr von allen eins habt, weil ihr seht, ihr habt eigentlich genug zu tun. Also die Hühner, oh Gott, da war ich noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Die Hühner müssten auch mal gefüttert werden. Kostet mich 20. Die zu füttern. Das hat man unten links gerade gesehen. Ich lasse auch das Feld jetzt erstmal so klein, aber ich denke mal so, dass ich in der Richtung dann vielleicht auch mal die Tiere machen werde. Und vielleicht auch tatsächlich laut dieser Vorgabe, die eigentlich gar keine Vorgabe ist, diese ganzen Teiche in die Richtung wirklich ausbauen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das auch, das komplette Stück, was ich da hinten kaufe, dass ich da überall diese Angelteiche hinbaue. Da muss ich wirklich mal gucken. Weil ich will es halt wirklich strukturiert haben. Hier vorne ist halt ein Feld. Dann hier geht ein Weg durch später. Dann ist hier nochmal so ein 5x10 Feld. Ach, ich weiß gar nicht, ist das 5x hoch? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, das ist 6x hoch. Aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, das ist ja das erste Feld. Die anderen werde ich, glaube ich, immer 5x10 machen, denke ich mal. Und dann immer wieder dazwischen so ein Streifen, wo man dann den Weg nach oben macht und dann wieder so ein 5x10 Feld. Und das baue ich dann in die Richtung da hinten aus. Steffi ist der Sitzung beigetreten. Okay. Hallo Steffi und hallo auf meinem Let's Play. Also wie ihr seht, wenn man länger dabei ist, kommen halt immer mehr Leute rein und wollen einem helfen. Die Farm hier, ja, hat leider nichts für einen Traktor, Steffi. Tut mir leid. Ich hoffe, deswegen gehst du jetzt nicht raus. Ich glaube, die ernte gerade meine Erdnüsse, kann das sein?
Hi. Ich schreibe jetzt mal nicht willkommen in meinem Let's Play, weil irgendwie das könnte natürlich die Leute ein wenig abschrecken. Der Paul ist auch wieder da. Hi. Der Paul, der mit den Schmetterlingsflügeln. Ich weiß nicht, warum er Schmetterlingsflügel hat, aber oh, er ist gerade wieder rausgegangen. Ich glaube, er weiß, dass ich aufnehme. nein, das war jetzt nur ein Scherz. Gut, siehst du, meine Erdnüsse am Abernten ist natürlich jetzt problematisch. Also nicht problematisch, aber das ist sehr gut so. Oh, ich wollte hier eigentlich gar nicht ernten. Ich wollte hier gerade nur gießen. Aber gut, dann ernte ich hier auch ein bisschen. So, die Erdnüsse haben wir schon mal alle. Das ist perfekt. Kann ich? Ich kann, glaube ich, im Moment keine Erdnüsse mehr machen. Ne? Aber dafür kann ich Kürbisse machen. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht ein paar Kürbisse anpflanzen. Herr Steffi, es tut mir leid, du kannst hier leider noch nicht so viel machen. Aber es wird mal eine sehr schöne Farm. Das hoffe ich zumindest. Ja, die Kürbisse, doch, das geht aber. Wie ihr seht, die Zwiebeln werden natürlich sehr viel schneller mit 3 Stunden. Die Kürbisse brauchen Tage, aber die möchte ich gerne vor der Tür haben. Weil ich finde, die Kürbisse sehen so geil aus. Ich mache immer so eine Dreierreihe. Einfach mal so ein 9er-Feld an Kürbissen. Weil ich finde die so schön. Und wenn die gerade direkt vor der Tür sind, das ist natürlich auch wunderbar. Dann kann man die auch schön machen. So, die Erdnüsse hier. Da ist noch der Salat. Das muss ich mal eben schauen. Trauben können wir auch noch machen. Die Rüben. Nochmal 3 Stunden. 6 Stunden. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Rüben hier rein. Also vom Ertrag, denke ich mal, bringen die jetzt nicht so viel weniger. Ich habe jetzt nur grob drauf geguckt. Ich möchte auch von allen mal etwas wieder anpflanzen. Weil, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Weil es ein bisschen bunt sein soll und ich natürlich alles leveln möchte, was man so leveln kann. Gut, die Erdnüsse, dann machen wir jetzt mal einfach hier so noch die letzten 2 von denen drauf. Ist jetzt schade, dass die Erdnusssaison vorbei ist. Aber die machen wir jetzt mal einfach da rein. So, sie erntet meine Karotten, das ist sehr schön. Dann mache ich mal hier weiter mit dem... mit dem Gießen. So, ich guck mal eben. Den Brunnen kann ich auch wieder machen. Das ist natürlich wichtig für zwischendurch, weil wenn man die nicht abholt, bleibt es halt drin. Und man hat sozusagen Verlust, weil so hat er wieder Zeit, was Neues aufzubauen. Steffi, falls du mal irgendwann meinen Let's Play siehst, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe leider noch kein Gästebuch, aber ich hoffe, dass ich das jetzt relativ schnell freischalten kann. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ab welchem Level das jetzt war. Also meine Farm ist jetzt Level 3. Ich schau mal eben nach. Doch, ich habe es schon freigeschaltet, aber ich habe die Diamanten nicht. Oh, das ist doof. Aber dann muss ich halt warten, bis die Bäume wirklich gemacht sind. Ich hätte die Erweiterung nicht kaufen sollen. Ich hätte lieber das Gästebuch kaufen sollen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Weil die Leute verewigen sich halt... gerne mal im Gästebuch. Wie sollte das nicht annehmen? Und da weiß man halt eben auch, wer da gewesen ist und wer geholfen hat. Und da kann man natürlich auch dementsprechend bei denen auf der Farm mal vorbeischauen. Und die dann vielleicht auch als Favorit markieren oder so. Ich sehe jetzt von hier aus nicht, welches Level die Steffi hat. Aber der eine, der vorhin da war, hat ja irgendwie Level... Ah, ich habe die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Und wie ihr jetzt seht, ich habe jetzt die Elefantengrube bekommen. Muss dafür 40 Salate haben. So, die kann ich jetzt abernten. Das mache ich auch schon mal. Steffi hat die Sitzung verlassen. Oh, du hättest wenigstens noch Tschüss sagen können, Steffi. Aber macht nichts. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. So, ja, wird... Nein, ich wollte eigentlich nicht pflanzen, ich wollte zum nächsten gehen. Wenn wir das jetzt einmal noch komplett voll gepflanzt haben und dann abgeerntet haben, dann haben wir auf jeden Fall genug Salat. Da hinten haben wir auch wieder ein Feld frei. Ich weiß nicht, können wir Kohl schon machen? Der ist im Frühling und im Sommer. Ja, wir kriegen jetzt erstmal Winter. Also kümmern wir uns jetzt erstmal um den Salat weiter.
Also ich habe mir gedacht, so die Anfangssachen könntet ihr erstmal mitbekommen. Ich denke aber mal, dass ihr jetzt so das Gröbste ja für den Anfang wirklich verstanden habt mit dem, was wir hier gemacht haben. Im Endeffekt ist ja jetzt nichts Neues. Also wir gucken oben rechts, was wir als nächste Aufgabe haben. In dem Fall müssen wir Salat und Kohl pflanzen und ernten. Ich mache gerade das Salatfeld, da kommt dann wieder ein neuer Salat drauf. Und dann mache ich oben rechts, wo alles frei ist, mache ich dann, wenn die Jahreszeit da ist, ein komplettes Kohlfeld. Vielleicht kann ich auch zwischendurch hier nochmal was runterholen. Dann kann ich da auch noch woanders Kohl hinmachen. Beziehungsweise ich kann da hinten auch nochmal das Feld weiterbauen. Vielleicht mache ich da dann auch nochmal Kohl. Muss ich mal überlegen. Jetzt habe ich die Quest jetzt nicht mehr. Hallo? Ich dachte eigentlich, die würde jetzt dranbleiben, wenn die einmal drin ist. So. Also wenn die festgepinnt ist, sollte sie normalerweise dranbleiben. Ich würde sagen, dass ich hier erstmal dann einen kleinen Cut mache. Es ging jetzt sowieso so lange, dass ich davon ausgehe, dass ich jetzt vorher auch schon mal einen Cut gemacht habe. Und ich pflanze jetzt, wie gesagt, den Kohl an und den Salat und gehe halt zwischendurch immer mal wieder da hinten die Bäume, die ernte ich gleich. Die kommen nämlich jetzt gerade raus, wie ihr seht, so einer nach dem anderen. Hier vorne, ach nee, das ist der Brunnen, den werde ich jetzt auch gleich nochmal abernten. Zwischendurch halt nochmal die Tiere füttern. Gucken, ob man vielleicht noch mal angeln kann und so. Und ja, das Spielprinzip ist halt immer das gleiche. Ich schalte euch dann dazu, wenn ich soweit bin, dass ich die Quest beendet habe. Oder dass wir vielleicht irgendwas Neues freigeschaltet haben. Beziehungsweise ich werde dann gucken, dass ich das Ganze so zusammenschneide, dass immer wenn dann irgendwie Neuigkeiten sind oder ich was Neues bauen kann, etwas Neues erreicht habe, dass ich dann mal wieder aufnehme und dass es halt nicht ganz so langweilig ist, wie halt immer nur zuzusehen, wenn einer hier am Ernten ist und ja, halt wieder neue Sachen anbaut und so weiter. Eben konnte ich ja noch einige Tipps geben, das war, denke ich mal, hoffe ich mal, noch ganz interessant, auch wenn es immer das Gleiche war, was ich gemacht habe. Achso, einen Tipp habe ich noch für euch, wenn ihr auf Escape drückt, da gibt es hier den Fotomodus. Wenn ihr da drauf klickt, steht auch oben eigentlich alles erklärt, was ihr machen könnt. Z in die Kamera schauen, wobei dir das bei mir so nicht funktioniert. Also sie geht immer woanders hin irgendwie. Mit Space drückt ihr einmal drauf, habt ihr das Interface weg und wenn ihr dann auf Enter drückt, zack, könnt ihr ein Foto machen. Wenn ihr wieder Space drückt, seht ihr auch unten, es ist gespeichert worden. Und ja, man kann halt mit der Kamera rotieren. Rechts, links, die Kamera hoch und runter machen. Und dann so von oben vielleicht so einen Blick machen und so weiter. Also sehr viele Spielereien. Das noch so als kleinen Tipp von mir. Und ansonsten würde ich hoffen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich wieder was Schönes habe, was ich aufnehmen kann und Neuigkeiten für euch habe. Oder einfach nur ein Update, wie die Farm dann wieder aussieht. Bis dann. Ciao.